Die Nachrichten auf News Network Daily. Unabhängig, unparteiisch und immer kritisch. Todesopfer in Florida. Im US-Bundesstaat Florida sind 3 Menschen durch Schüsse getötet worden. Unter den Opfern ist der mutmaßliche Schütze, wie die Polizei an einer Medienkonferenz sagte. Die Schüsse fielen am Sonntag bei einem Videospielturnier in einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in Jacksonville. Es seien 3 Menschen durch Schüsse getötet worden, sagte der örtliche Sheriff Mike Williams an einer Medienkonferenz. 11 weitere Personen seien verletzt worden. Einer der 3 Toten sei der mutmaßliche Schütze. Es gebe keine weiteren Verdächtigen, fügte er hinzu. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei ihm um einen 24-jährigen Weißen aus der rund 1000 Kilometer entfernt gelegenen Stadt Baltimore handelt. Er sei wegen des Turniers in Jacksonville gewesen, sagte Williams. Und nun zum Wetter.